Jo, hey meine lieben Pizza-Freunde, euer Psa-D ist hier und wir spielen Pokémon Trading Card Game Online und wir legen schon mal den Dodo. Eigentlich haben wir gerade ein sehr gutes Deck, muss ich schon sagen. Denn wir haben hier schon Gyarados. Und ja, dann fangen wir doch schon mal an. Also hier seht ihr eine, ich erkläre mal kurz das Spiel, hier seht ihr eine Energiekarte und man kann das mal so machen, hier seht ihr auch eine Energie und man muss immer diese Energiekarten an die anlegen. Also wenn ich hier die Karte an das lege, kann ich zum Beispiel diesen Doppelstich machen. Aber ich werde erstmal... Werde ich erstmal... Carpador nehmen und daraus Garados dann machen. Ja, genau. Und hier seht ihr Garados und hier oben seht ihr ein Carpador. Und ich kann nur Garados legen, wenn ich hier ein Carpador auf der Bank habe. Und hier, wenn ich den besiegen würde und den auch und hier auf der Bank nichts wäre, dann hätte ich gewonnen. Ja, und dann gibt es halt noch Trainerkarten, die man unendlich einsetzen kann. Zum Beispiel in dem Brief von Professor Eich, da würde mir jetzt zwei Energie geben, die ich mir aussuchen darf, denke. Und ja, das ist eigentlich schon alles zu dem Spiel. Na, wir machen es mal so. Heile alle, ach ja, das. Okay. Ich überlege gerade. Ja, mach mal. Also mein Plan ist. Mit der Karte ist vielleicht ein dummes Ding, aber hinzurichten, damit wir Garados rufen können. Und hier sieht man noch, hier steht Rückzug 1. Und damit kann ich dann die Karten austauschen. Und hier liegen halt Preiskarten. Und immer wenn ein Pokémon gestorben ist, kann man sich eine Preiskarte aussuchen. Und auf der Preiskarte ist halt ein Item oder ein Pokémon oder halt eine Energiekarte. Ja, das war auch alles zu dem Spiel. So, was hat die da vor? Okay. Ah, wenn sie Pikachu liegt, wird es schwer. Okay. Arktos. 12, 3 Münzen. Ah. Ja, Arktos ist eigentlich auch ganz gut. Ich muss jetzt mal kurz Arktos nehmen. Weil hier sieht man, das aktive Pokémon deines Gegners schläft jetzt und ich muss nichts machen. Also nehmen wir Arktos. Arktos. Was steht da? Plus, wenn das Pokémon deines Gegners durch Schaden eines Angriffs dieses Pokémon kampfunfähig wird, nimm eine zusätzliche Preiskarte. Uhu. Garados, Garados. Ja, und das ist halt mein Lieblingsdeck. Wie hieß das nochmal? Ungeahnte Tiefen, glaube ich, hieß das. Das kriegt man ganz am Anfang und oh Gott. Leute, ich hatte Angst. Ja, dann machen wir hier noch eine dran und rufen ihn. Ach, komm. Hol mal den noch mit rein. Oh, und heilen den erstmal. Damit wir so ein bisschen so einen Sündenbock haben. Und er sich jetzt denkt: Nein, bitte nicht. So. Wir bräuchten mal Karten. Ganz ehrlich. Zehn, okay.
Durchsuche dein Deck nachher. Okay. Ja, da kann ja auch ein bisschen mehr aushalten. So, da wir sind fertig. Wir brauchen unbedingt Energiekarten. Entschuldigt kurz. So. Wir brauchen Energie. Kratzfolie. Oh. Energiekarte, Energiekarte, Energie. Yeah. Also Gyarados, jetzt muss ich hier eine dranlegen, um den auszutauschen. Ja, okay, ich habe einen Plan. Ich werde jetzt hier eine dranlegen, werde den zum Rückzug erfordern, werde Arktos legen und werde mit dem angreifen. Das ist mein Plan. Ach, ich muss fertig drücken, ich Idiot. Die Folge geht ja schon 6 Minuten, also werde ich bestimmt zwei Teile machen. Also ich weiß nicht, was passiert, wenn die Zeit abgelaufen ist. Aber ich glaube, dann ist das Spiel vorbei und der, der die Zeit noch hat, gewinnt. Was überlegt die eigentlich? Ja. Oh. Energiekarte. Ach, nur an Wasser. Ach komm, jetzt mach ich dran. Diese Karte hier, warte, ich wollte nochmal. Die kann ich. Warte, legitim. Diese Karte kann nur an Wasser-Pokémon angelegt werden. Diese Karte liefert nur dann Energie, wenn ich an ein Wasser-Pokémon. Nimm das Wasser-Pokémon an, das gerade angelegt ist, auf deine Hand, wenn es durch Schaden einen Gegner angreift. Naja, das andere. Carvador. Ja, dann warten wir halt, bis er auch unbeliebt wird. Das ist mir jetzt auch egal. Komm. Du schaffst es. Aber dieser Dreispitzkling, die kann auch sehr in die Hose gehen. Das ist jetzt Pech oder Glück. Ja, down. So. Jetzt sucht er sich eine Preiskarte aus, genau, und wir legen Arktos. So, dann entwickeln wir doch mal ihn hier weiter. 100, das wäre eigentlich auch gut, und machen das so. Wir wollen bitte das. Kopf. Geil, down. Und die Schwäche, genau. Die habe ich vergessen. So, ich kann jetzt eine aussuchen. Machen wir. Hallo. Ich will nur eine. Ach, ich darf mir zwei aussuchen. Warum? Ah, ja. Ich weiß warum. Weil ich den umgenietet habe. Hier oben steht ja noch die Stärke. Was ist hier die Stärke? Heute macht er auch. An diesem Pokémon können bis zu zwei Pokémon Ausrüstung angelegt sein. So, legt man euch das am Tisch dran. 70. Zweimal Kopf bitte. Hat halt nicht immer Glück. Jetzt keine Energiekarte hat. Bitte. Ja, da war unser guter Garados. Ach, Arthur. Ich hab's gemacht.
ihr habt noch Spaß. Guck mal, das hier. So, Pikachu hat so eine blöde Fähigkeit, Agilität zu rum. Aber wenn er jetzt Kopf wirft, sind wir am A. Dann ist unser Pokémon. Oh, er macht Magen. Oh nein, eine Schwäche. So. Dann suchen wir doch mal nach einem Pokémon. Ah, mein zweites Arktos. Der wird sich bestimmt denken, hä, der hat noch einen Arktos. Ja, hab ich. So, meine Damen und Herren. An den und Kopf. So, mach mal den Daumen. Ich glaube, er hat bei Agilität. Ach, bei Agilität vorwärts schnell. Und hier steht jetzt 2. Und also müssen wir noch 2 mal gewinnen. Warum bin ich noch mal die Karte? Ich setze doch mal diese Karte. Da muss er auch an jetzt. Ah. Und hopp. Yeah. Ach, Garados, du bist irgendwie meine Lieblingskarte. Meine allerliebste Lieblingskarte. Also von dem Deck, ne? Gut, die anderen können zwar auch was, aber... Ein zweites kommt der eine ab, was den wir schon gesehen haben. Also nicht der jetzt wieder am Deck ist, sondern einer. Dieser Garados ist auch gut. Weil immer 30 pro Dings. Ja. Nein. Nein. Mein geliebtes Garados. Na, warte. Ich hol mir Garados zurück. Aber wir holen uns erstmal Arktos zurück. Ja, komm zurück in mein Team. Ach, jetzt ist es mein Deck, oder? Ja. Bitte nochmal Parkour. So. Jupp. 4 Stück. Perfekt. Angriff 100. Ja, es wollte ja nicht kommen. Oh Gott. Boah. Ich dachte schon, wir haben verloren. So. Dann würde ich sagen, das war's erstmal für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Ja, wir haben gewonnen. Wir drehen noch ganz schnell am Rad. Denn wir müssen uns beeilen. So. Und denkt dran, immer schön knusprig bleiben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.